Hoi, ich begrüße dich zu der Kalenderwoche 44. Auch in dieser Woche dürfen wir wieder einen Schnupperlernenden bei uns begrüßen, und zwar den Salim. Wie immer, du bitte, wenn du ihn auf der Baustelle hast, ihm gut erklären, um was es geht beim Beruf Landschaftsgärtner und wie das Arbeiten bei uns im Betrieb so abläuft. Dann haben wir auch zwei neue temporäre Mitarbeiter bei uns, und zwar den Giovanni und den Marco. Sie gehen direkt auf die Baustelle und auch mal die Halden in Meckern. Dann kommen wir schon zum Wochenthema. Der Michael und der Matthias erklären dir ein paar Sachen zum Thema Studenbepflanzungen. Mattu, du schaust da gerade die Studen so an. Ja. Was sind Studen? Studen sind Blütenpflanzen, die zum Wurzelraum jedes Jahr wieder austreiben. Das sind ausdauernde Pflanzen, die kann man einmal im Jahr abschneiden und nachher treiben sie wieder aus. Also die tun im Wurzelballen überwintern? Genau, ja. Oberirdisch Teil stirbt ab und die ganze Kraft tut im Wurzelbereich überwintern und im Frühling kommt sie wieder rauf. Und du sagst, einmal im Jahr abschneiden. Geht das bei allen Studien genau gleich oder muss man da etwas unterscheiden? Bei den Blütenstudien ist es bei allen gleich. Die werden abgeschnitten einmal im Jahr, die überwintern wirklich nur im Wurzelbereich. Oder? Es gibt schon noch Unterschiede, es gibt noch immer grüne Studien, wo man zum Teil auch stehen lassen kann. Okay. Gibt es dann auch, also blüht die jetzt einfach das ganze Jahr, so eine Studie? Nein. Es hat, jede Studie hat eine gewisse Blütezeit, die ist unterschiedlich lang. Und dann gibt es Blüten, wo man einen Remontierschnitt machen kann, die mehrmals blüht. Also was heisst ein Remontierschnitt? Schneide ich einfach dort den obersten Teil weg, also die Blüten, oder schneide ich die ganz ab? Im Remontierschnitt ist es so, dass man gewisse Pflanzen kann, wenn sie verblüht ist, muss man kurz darauf haben, schneidet man sie ein Drittel ab, bis zwei Drittel sind wir etwas unterschiedlich, oder? Und dann treibt die wieder schön aus und dann gibt es noch einen Monat, zwei später, gibt es noch eine Blume. Also wenn ich jetzt das richtig verstehe, ist so eine Studie für uns als Gärtner, aber auch für den Kunden eigentlich interessant, weil sie relativ lang blüht und weil sie einfach ist in der Pflege. Oder gibt es sonst noch irgendeinen Vorteil? Ja, es ist vor allem das, es ist pflegeleicht, oder? Und man kann sie sehr gut miteinander kombinieren, man kann schöne Rabatten daraus machen und das macht es eben spannend an der Studie, oder? Das ist schön daran. Wir haben jetzt hier bei uns im Kaiserhof haben wir gerade Bienen nebendran. Ist das irgendwie für Insekten interessant oder bringt das nichts? Dadurch, dass wir so lange Blütezeit haben, haben sie natürlich extrem lange Nahrung für Insekten. Oder? Und das Schöne ist bei der Studie, darum, wir meinen, hören wir so viel wegen der Biodiversität, lassen sie es möglichst stehen. Und eben, die Studien geben wirklich über Nistplätze für die Insekten. Es gibt extrem lange Nahrung, es gibt Früchte, es hat Samen dran. Das Schöne, wenn man sie möglichst lang stehen lässt. Jetzt, wenn wir Insekten haben, dann gibt es sogenannte Nützlinge, aber auch Schädlinge. Wenn wir jetzt von den Schädlingen reden, dann wird das wahrscheinlich auch irgendein Thema sein mit Pilzen oder sonst Krankheiten. Wie jede Pflanze kann auch einen Studen Pilz bekommen. Das Gute ist aber daran bei der Studen, die kann man wirklich einfach abschneiden. Man kann das kranke Pflanzenmaterial entfernen. Und sie treibt wieder frisch aus. Und durch das ist man nicht gezwungen, dass man spritzen muss. Okay, klingt gut. Jetzt haben wir hier bei uns im Kaiserhof so verschiedene Flächen, so wie du jetzt hier gerade daneben stehst. Oder auch in der Böschung hat es zwei, drei. Was ist denn dort? Das sind Mischstudenrabatten. Das sind Mischungen, wo verschiedene Studien kombiniert sind miteinander, dass man eine lange Blütezeit hat. Wirklich vom Februar, von der Zwiebeln bis jetzt eigentlich, sogar noch bis in November rein, wo es immer etwas am Blühen ist. Und das ist sehr spannend, wenn man es kombinieren kann. Stellst denn du so Pflanzungen zusammen oder kommt man die irgendwo fertig über? Nein, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Das gibt es schon. Die Mischungen sind erprobt, die sind alles dokumentiert. Und das macht es uns im Verhältnis relativ einfach, um das in die Gärten zu bringen. Also das heisst, wir können eine breite Palette von so Studienmischungen anwenden. Ganz nach Gegebenheiten vom Garten. Ja. Es gibt
Schattenmischungen, es gibt Sonnenmischungen, es gibt solche für heisse Lagen, für feuchte Lagen, für den sandigen Boden. Es ist wirklich für jede Art Wetter oder Bodenart haben wir eine andere Mischung, wo man so richtig kann. Es gibt Mischungen für den Steilhang zum Beispiel. Und es sind wirklich Pflanzen, die diesen Gegebenheiten wirklich noch Bestand halten. Wir können so ergänzen. Bei den Bienen hinter die Mischung haben wir so sehr gut selber ergänzt. Noch. Wir haben dann bestehende Mischung genommen und haben sehr viel noch selber drin Pflanzen drin gemacht. Also das kann man sagen, das ist fast eine Hodlumpartner-Kreation da hinten. Die anderen in der Böschung oben sind solche von der Blumenmeile. Dort haben wir eine Pink Paradise Mischung, eine Viola Mischung und eine Wädenswiller Mischung. Lohnt sich für jeden mal anzuschauen, das ist das ganze Jahr sehr üppig. So eine Studenmischung, eben, wenn ich jetzt die fertig einkaufe, Pflanze, ist die nach 2 oder 3 Jahren, kommt die immer noch gleich daher wie im ersten Jahr oder gibt es da Veränderungen drin? Ja, es gibt sehr viele Veränderungen. Durch das, dass verschiedene Pflanzen drin sind, sind sie noch verschiedene stark, auch in der Ausbreitung. Durch das tun sie da auch andere verdrängen. Man kann etwas beeinflussen mit dem Schnitt, indem man eine mehr zu Schnitt und die andere ein bisschen gehen. Durch das, dass sie absäumen, hat man auch plötzlich die eine Stude da und das nächste Mal ist sie ganz an einem anderen Ort, wo sie aufkommt. Das macht es spannend und lebendig, so eine Stude Krawatte. Danke vielmals Michael und Matthias für die spannenden Ausführungen. Dann hat der Michael noch einen Punkt zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Die dunkle Jahreszeit ist da. Am Morgen, wenn wir anfangen oder wenn du zu der Arbeit kommst und auch am Abend, wenn du retour kommst und wieder heimgehst, ist es schon relativ dunkel. Du bitte schauen, dass bevor du zum Kaiserhof ausfährst, alle Lichter an deinem Lieferwagen funktionieren. Es ist wichtig, dass du gesehen wirst im Strassenverkehr und nicht nur mit einem Auge rumfährst, sondern beide Augen offen sind und brennen. Wenn du das am Morgen schon kontrollierst, schau doch auch noch grad schnell, ob die Blinker funktionieren und das Bremslicht. Und gerade so wichtig, jedes Mal, wenn du einen Anhänger anhängst, du dort auch schnell kontrollieren, ob alle Lichter funktionieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn vor dir einer bremst und du merkst es bzw. siehst es nicht. Du kommst am Morgen auch irgendwie dahin. Wenn du mit dem Velo oder mit dem Töffli kommst, schau doch auch dort schnell, ob deine Lichter funktionieren. Und vielleicht ist eine Leuchtweste in der jetzigen Jahreszeit auf dem Velo auch nicht ganz falsch. Sollte eines von deinen Lichtern nicht gehen, ob das Ablendlicht ist oder der Blinker, oder auch bei einem Anhänger, gang direkt zum Stalder führen und lass bitte reparieren. Gut, dann kommen wir schon zu den Bildern der letzten Woche.
das wäre es schon gewesen. Jetzt starten wir gemeinsam wieder in eine neue, hoffentlich schöne Herbstwoche. Und denkt daran an die Corona-Regeln, immer genug Abstand halten, auf dem Areal Kaiserhof und im Lieferwagen Masken auf oder auch sonst auf der Baustelle, wenn wir den Abstand nicht einhalten können und immer gut Hände waschen, dann kommen wir miteinander sicher durch die Zeit. Jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Start in Kalenderwoche 44. Einen schönen Tag, mach's gut und vor allem bleib gesund.